Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Zelda Minish Cap. Voraussichtlich für heute erstmal der letzte Part mit dem Hüpfe, ey. Woo! Okay. Oh, da hat er. Da kommt ja die Bock, die Baumeister. Ich dachte, Rosetti. Ja, Rosetti, Junge. Geh in den Wald, hol die Truhe, los. Hol die Truhe. Komm runter. Oh Gott, zwei haben es überlebt. Hol die Truhe. Ja! Hol die Truhe. Ja, Gott! Easy. Siehst du, das hat schon voll gelohnt. Ja, aber nur mit der großen Tasche, sonst wäre ich jetzt wieder voll. Wie viele kann ich? Ich glaube 500, oder? Dürfte ich jetzt mit der... Gibt es noch eine mit der 1000? Ich habe keine Ahnung. Wer hat das heutzutage schon? Rosetti. Rosetti, der hat Ahnung von. Der weiß, wie die Bitches laufen. Oh, Rosetti, der weiß, wie die Bitches laufen. Aber nein, doch jetzt hier ein Wirbelstab. Ja, und? Ja, hier gab's doch in irgendeinem... Da. Das hat einfach die Krug umgedreht. Mach, den, mach das Feuer aus. Komm raus, du Bitch. Brauch dich nicht mehr. Hast mal die Fee rauslassen. Ich bin frei! Ja! Nein. Doch, Hupfi, doch. Nein. Das ist eine Truhe, nein. Doch. Sie kommt da aber nicht rein. Ja, noch nicht. Soon. Okay. So, aus. Miu. Ja, ergibt Sinn. Die Katze da starrt uns an. Sie hat bestimmt nichts Gutes im Sinn. Pff, bitch, please. Puh, das war ein Schreck, wenn man so klein ist. Sind die Gefahren groß. Und jetzt? Ich glaube, du musst das. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist hier für die Buchquest. Fick dich, Katze. Ah! Vielleicht musst du noch den Schrank verschieben. Ja, das habe ich ja schon versucht. Schon einmal. Tut now, okay. Ja, versuche ich gleich nochmal. Ist ja gut. Ja, so zum Thema, wir laufen jetzt gleich zum Moor. Wir werden einen Scheißdreck machen. Babak! Ah! Oh Mann, für die. Warte. Ah, oh, aufgespießt! Nee! Was, nee? Geht nicht, Hupfi. Geht nicht. Nein. Nochmal aufgeschlitzt. Bin so ein Tierfreund. Immer aufschlitzt. Ja? Aufschlitzt hier. Piu, piu, piu. So, das hier ist der Glücksspielpisser. Glücksspiel, man. Das ist der Brot, man. Ich will Kuchen. Pff, kann ich es wegwerfen? Oh. Ich will das haben. Ja, komm, gib her. Das Kuchenstück. Oh. Beim ersten Mal habe ich einen Glücksaugmenter drin gefunden. Es ist zwar minderwertig, dass man irgendwie so komische Teile bei sich im Brot drin hat. Und also wenn ich das Gesundheitsamt davon in Kenntnis setze, ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell dieser Laden dicht gemacht wird. 10? Was für 10? Der 10. Der wird in 10 dann platt gemacht. Genau. So. So. Warte mal, was für dich ein westliches Wäldchen. Irgendwie kommt mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Jetzt kommt Fati. Bum, 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 bum. Oh, da hast du die Leute ja wieder gespoilert. Hupfi, wie schäm dich. Was? Du hast gesagt, hat er das jetzt schon übernommen? Nein. Habe ich nicht. Nee. Nee. Ich hab's auf Band, Hupfi. Ich hab's auf Band. Das war mein böser Zwingingsbruder. Doch, Hupfi. Hupfi, Junge, doch. Nanu, wer bist du denn? Du bist Fati. Wie bist du hier reingelangt? Teleport. Ja, der läuft der nicht. Doch einfach, ja, ne, der hätte einfach laufen können. Das wäre, glaube ich, schneller gegangen. Nein, der läuft nicht. Ah! Was tust du da? Oh! Da ist er gerade gekommen.
Das sieht irgendwie falsch aus. Fati Bliss. Ja! Es sind alle anwesend, der König war hier mit dem Zeug zu sprechen. Ja, du wisst von dem Force, dass wir, über die Minisch dass wir auf die Minisch übertragen haben. Ja, genau. Grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf die Suche nach dem Force. Tretet nicht rum! Sucht das Force! Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht das ganze. Was? Durchsucht ganz Hyrule. Bis in seine letzten Winkel. Wir haben so ein komisches Gefühl, hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen, der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Ich will trotzdem... Ich will auch nicht das. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Oh Gott. Oh Gott. Boom. Ah, oh Gott. Vogel. Vogel. Ich kann jetzt die Case kaputt machen, das geht doch nicht. Doch. Das sind unehrenhafte DKs. Unehrenhaft. Oh, please. Bleib doch mal stehen! Mann! Wie viele Hits braucht der Pisser? Das ist ein Schwein. Schweine denken. I'm gonna check it with my face. Face. Was ist mit diesem umgeknickten Ball? Glaube ich, Glücksfragment gedöns. Achso. Na, habe ich ihn getrollt. Ha! Oh, da lässt du mir nichts fallen. Was für eine Sau. So. Geile Welt von Tabanta. Das ist jetzt die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. That's what she said. Aber da hinten finden wir das Element. Sie stehen nicht rum. Los, Tim. Vorwärts, weiter geht's. Lass mich erstmal den Scheiß hier machen. Dong, 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 dong. Und das läuft ab. Oh, so close. Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Und was? So. Ganz einfach. Schneestiefel. Bestimmt. Warum denn nicht? Sumpf, Schneestiefel liegt doch auf der Hand. Ja. Jetzt können wir noch gucken gehen, ob wir vielleicht noch ein paar Leute mit ein paar Fragmenten finden. Fragment. Fragments. Willst du? Du willst nicht. Du vielleicht? Nee. Ah, vielleicht hier der Typ hier mit. Du willst nicht. Du kannst hier Krug umdrehen. Was kann ich? Ah ja. Richtig. So, aber zuerst mal mit dem Kunden hier. Willst du mit dem Fragmenteverein? Ja, komm. Let's go. Yeah! Herr Glücksbeutel. Hey Kid, what about the magic? So, wieder bei Schloss Hyrule. Oh, eine goldene Schlange. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. Oh Mann, der will nicht mehr machen. Nein! Dieser Drang B zu drücken, ne? Ja. Schlimm. So. Na, es geht, ihr Dicken. Gab's da, glaube ich, irgendwas? Ey, du. Die Waldmännchen sind gerade zu Besuch. Hätte ich nicht gesagt. Gab's hier oben nicht irgendwas richtig Besonderes? Wow, wir können hier rüber. Kommst du ja, richtig. Nicht aus dem Haus raus, ne? Ja, da gab's noch irgendeine andere Möglichkeit. Oh Gott, was? Oh Gott! Calm down! Also im Haus sind drüben, und bei dem Kaffee kommst du aus dem Haus raus. Dann kannst du woanders rein. Ich könnte es auch einfach so machen. Was soll das? Na no. Ich könnte schwören, dass da jemand ist. Das war bloß meine Einbildung. Na no, du bist... Da ist jetzt doch jemand. Auf einmal bist du hinter mir. Soll ich jetzt nicht einfach reinkommen und mich erschrecken? Bring das, was du kaufen willst. Ja, pff. Ah, jetzt gibt's den Boomerang. Wir können uns gleich den Boomerang holen. Gehen wir uns gleich einfach mal den Boomerang holen. Zuerst! Einfach getrickst hat. Bitches, du musst den Weg nicht hier hochlaufen. So. Sauber machen. Putzkolonne, Link ist wieder unterwegs.
Ja, dann können wir uns jetzt erstmal noch den Boomerang holen. Weil jetzt hier bei dem Haus jetzt, da kommst du raus. Ja? Ui! Ja, da ist voll der Ausgang. Gar nicht. Siehst du? Dieses Café ist lebendig, man hört unterschiedlichste Geschichten. Lass bloß keinen auf uns treten. Puh, die wollen doch nicht mal Fragmente fallen. Was sind das für ein faule Schweine? Da unten kommen auch noch raus. Schweine, Schweine. Schweine. Auf zum Küken. Kick. Wollte das nicht Fragmente fallen? Tatsache. Das ist ein Fragment für ein Gag. Küken! Ui. Mann, ich wollte doch diesen scheiß Boomerang holen. Nur beim Chidoria-Wald. Mann. Gott, ein Octorok. Der Octorok. Boah, wie ich geraten habe und richtig gelegen habe. Junge. Ein Mensch! Keine Angst, Würmchen. Ich picke nicht auf dir rum. Erzähl dir etwas. Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fee, die dir bei deinen Abenteuern hilft. Sie hilft dir. Zum Glück hatten wir ja schon zwei Feen gesehen und haben den Test bestanden. Guck doch mal bei anderen Häusern, ob du da rein kannst, erstmal nicht. Ja, gut, ich kann hier rüber. Ich wollte den Bumerang kaufen, Hupfi. Nein, es wird kein Bumerang gekauft. Das ist ein Minish. Das geht, Dicken. Oh, da bist du über die Brücke gekommen. Ganz schön schmal, diese Brücke, was? Wow. Ach, der Typ. Herr Tingel. Wie auch immer der heißt. So, Hund, verpiss dich. Er ist nicht der Entschuldigung. Typ. So, er macht gleich Platz. Perfekt. Oh, wir haben nicht das passende Fragment. Du willst nicht? Die Menschen der Stadt sind alle so freundlich. Ja, gut, jetzt haben wir den Hund dazu überredet, dass er uns gleich Platz macht. Hier ist wieder der Meister mit seinen Lehrlingen. So, du? Fragmente? Nee. Der Handwerksmeister ist ziemlich ungehobelt, aber er ist ein feiner Kerl. Warum sagt er mir das? Was ist die Aufgabe von dieser Existenz? Existenz. Pass auf. And nobody gives a fuck. And nobody gives a fuck. Lass mal trinken. Lass mal vom Haus ertrinken. So, Hund verpisst sich. Das ist wundervoll. Weil ich erstmal hier unten. Na gut. Da gibt's nämlich noch Gedöns. Ah ja, genau hier, da gab's doch. Typ. Oh, ich sammle mir mysteriöse Muscheln, man findet sie überall. Wenn du mir eine Muschel bringst, bekommst du dafür meine Figuren. Hast du eine mysteriöse Muschel gebracht? Wenn du mir die Muschel gibst, soll ich teilnehmen, ja. Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Ist du hört die Chance? Bläh. Eine Muschel. Okay. Yoshi-Ei. Oh ja, komm, Mann. Hey, herzlichen Glückwunsch. Irgendwas. Bitches. So, jetzt Boomerang. Nein. Willst du Fragmente vereinen? Nee. Boomerang. Keine Fragmente. Gott. So. Ich will den Boomerang. Ah, oh, jetzt ist hier der Typ mit den Essenzen da. Fagio! So ein Typ ist das. Gib mir das. Typ. Wir machen jetzt mal 300 Rubine. Oh, wir haben gerade noch genug dafür haben. Yeah, ich glaube, wir kriegen so oder so eingeschenkt. Von irgendwo. Lass mal einkaufen. Ja. Das ist, nicht, viel, den das ist viel cooler. Sag du, Typ. Oh, hallo. Das ist mir stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tyrup. Du kannst die Flasche mitnehmen. Es bringt Glück. Ja, Mom! Gut. Dann beenden wir das aber hier erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Adio! Jo!